Einen wunderschönen guten Tag, liebe Sportsfreunde. Ja, schön, dass ihr heute eingestiegen seid zu einem weiteren Vlog hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute das Thema, die Polizei stürmt mein Fitnessstudio. Ich möchte da heute gar nicht lang drüber fackeln oder groß drüber reden, weil es mich tierisch aufregt, hier in diesem ach so schönen Land Deutschland. Ja, Donnerstag, ich stand hier vorne im Laden, ne? Bin am Trainieren selber, mach Brust, denkt mir nicht viel dabei, hör vom Weiten nur Sirene und Blaulicht. Kommt ein großer Mannschaftswagen von der Polizei, jetzt kommt's, 8 Polizisten, 4 Leute vom Ordnungsamt, rennt bei mir hinten in den Hof rein und stürmt in die große Halle. Christian drin. Einer alleine im Studio, in dem geschlossenen Studio. Gesetzlich völligst okay, hätte auch noch ein zweiter dabei sein können, alles gar kein Thema, hat das Ordnungsamt grünes Licht für gegeben, ne? Im privaten Rahmen kann man trotzdem noch weiter trainieren, wie man das möchte, ne? Mit der komischen Personenbeschränkung. Ja, Polizei kommt rein, finden nichts vor, gehen wieder raus, ne? Wir kommen hinten im Hof ins Gespräch, die Polizisten sich tierisch am Aufregen, das Ordnungsamt sich tierisch am Aufregen, warum man sie anruft, was so eine Scheiße eigentlich soll. Ne? An dieser Stelle möchte ich einen herzlichen Gruß an alle Hobbypolizisten, hobbylosen Nachbarn, Leute, die in ihrem Leben nichts zu tun haben, richten. Dankeschön, dass ihr dafür sorgt, dass Polizisten mehr arbeiten müssen, dass ihr dafür sorgt, dass eure Steuergelder und meine Steuergelder schön ordentlich für nichts verbrannt werden. Danke, dass ihr euch mit dem Leben anderer Leute beschäftigt, von nichts eine Ahnung habt, aber euch aufspielt, als gehört ihr zur Polizei. Ne, ihr seid wichtig für Deutschland. Ne, versteht ihr, wir brauchen noch mehr hobbylose Menschen in diesem System, die dafür sorgen, dass hier hemmungslos die Steuergelder nur so rausgeballert werden. Ich glaube, man merkt gerade selber, wie sehr mich das aufregt. Ne, ich glaube, das sind Leute, solche Leute wie euch sollte man einfach getrost in Zeiten der Solidarität ausweisen. Muss man es ganz ehrlich mal so sagen. Ich hasse sowas. Ne? Erstmal Punkt A, ihr habt hier in diesem Land keinerlei Existenzberechtigung, wahrscheinlich noch in irgendeiner Form, Art und Weise kriegt ihr sowieso selber nichts auf den Pin und beschäftigt euch mit dem Leben anderer Leute. Jetzt gebe ich euch 2 Tipps von mir als Life-Coach zum Thema Training, die kriegt ihr von mir gratis, wenn es ihr seht. Punkt A, lernt euch mit eurem Leben zu beschäftigen, auch wenn es am Anfang hart und frustrierend ist, wenn man lange dran bleibt, erreicht man was. Punkt B, man kehrt immer zuerst vor seiner eigenen Haustür, damit vermeidet man, dass man andere Leute unnötig belastet, unnötig Steuergelder verballert und unnötig anderen Leuten das Leben schwer macht, okay? Und Punkt 3, bitte, wenn ihr dieses Video seht, schaltet nie wieder meinen Kanal ein, okay? Weil solche Menschen braucht dieses Land nicht, gerade in diesen Zeiten nicht. Ja, kurzes Video von mir, mega kranke Idioten in diesem Land, finde ich eigentlich auf einer Seite auch lustig. Naja, nichtsdestotrotz, die Polizei hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt. In letzter Zeit sind solche Anrufe wohl sehr, sehr häufig, die total sinnfrei und nutzlos sind. Ne? Ja, ich hatte dadurch natürlich einen schönen Tag. Ne, dementsprechend wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Resttag. Und ich hoffe, meine hobbylosen Nachbarn haben das letzte Mal die Polizei angerufen für nix. Und wieder nix. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Das Video jetzt gerade ist aus dem Andy Gym. Ich hoffe, euch gefallen die Vlogs. Like den YouTube-Kanal. Sowas gibt's in nächster Zeit öfter. Ich werde immer wieder gerne mal meine Meinung kundtun, vor allen Dingen zu solchen bekloppten Sachen. Haut rein, habt einen schönen Tag.